Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Wir sind wieder in Bremen, wie ihr seht, bei Sandwich Brothers Sisters. Auf jeden Fall, Freunde, letztes Mal, wo ich hier war, haben wir diese, was habe ich hier gegessen? Diese Steak-Sandwich, ne? Ja. Diese mit, boah, das war brutal. Das war heftig. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt wieder, wir probieren jetzt hier noch was bei denen. Ich bin gespannt, was die noch so haben. Wir gehen gleich rein und wir fragen mal nach. Wir sind wieder ganz früh da, weil natürlich, wir müssen immer die Ersten sein. Und ich frage mal gleich nach, was haben die noch Leckeres? Die sollen uns wieder überraschen und ich freue mich auf jeden Fall. Bis gleich. Jimmy on a beat, boy. Jetzt bei Sandwich Brothers hier drin im Auto, wo wir letztes Mal waren. Bin gespannt. Wir warten jetzt, bis der Chef kommt. Er ist gleich da. Also ihr macht immer von 11.30 Uhr bis 21 Uhr. Bis 21 Uhr immer auf, ne? Okay, sehr gut. Die kommen immer ein bisschen früher hierher. Die machen alles frisch. Die schneiden die Tomaten, Salat, alles frisch. Richtig, machen wir alles frisch, ne? Richtig. Richtig. Jeden Morgen sind wir hier und bereiten alles vor für den Tag. Jetzt bereitet er den Bacon vor. Halal Bacon, das ist ganz wichtig zu erwähnen. 100% Halal. 100% Halal. Also du kannst uns jetzt heute, was empfiehlst du uns so zu essen? So, ich mache euch heute unseren Bestseller-Burger. Okay. Den Big Bros. Den Big Bros, genau. Der hört sich sehr geil an. Der Big Bros. Alles, was mit Big anfängt, ist immer gut. Wir haben letztes Mal bei euch diesen Steak-Sandwich probiert. Mit Käsesoße, glaube ich, war das, ne? Richtig. Genau, das war, der war auch richtig, richtig gut. Der war richtig lecker. Und heute, wie ich sehe, das sind zwei Patties, ne? Genau. Ich smash die nicht, das ist schon so fertig, richtig? Die werden zum Teil noch gesmashed. Achso, ihr drückt den nochmal ein bisschen runter, okay? Das ist so unser Bestseller-Burger. Bestseller-Burger. Der am Tag weggeht. Okay, ich bin gespannt, Freunde. Der macht uns jetzt, er bereitet jetzt erstmal die Zutaten alles vor, was reinkommt. Ich kann das gleich mal zeigen. Also ich weiß, ich werde bei euch nicht enttäuscht, das weiß ich. 100%. So, Bruder, ganz kurz wegen dem Brot. Also das letzte Mal meinte ein Kollege von, oder ein Bruder von dir, glaube ich, genau. Er meinte ihm, das wird für euch fertig gemacht. Richtig? Genau. Ist immer noch so oder hat sich was geändert? Oder? Nein, Bruder. Wir sind jeden Morgen beim Bäcker und bekommen unser Brot jeden Morgen frisch vom Bäcker. Ah, okay. Geil. Und das Fleisch, Bruder, ist auch frisch. Kriegt ihr auch geliefert frisch jeden Tag? Bruder, nicht geliefert, wir machen das selber. Ja, macht selber? Echt? Ich bin gelernter Fleischer. Ach was? Ich hab Echt? Fleischer gelernt. Und ihr macht das dann selber? Habt ihr so einen extra Laden für Fleisch und so? Eine Vorbereitungsküche. Ja. Krass. Wir unsere Sachen vorbereiten, ja. Wir unsere Sachen alle auch lagern, wir ja. Haben Kühlzellen, wir haben Hammer. Kühlzellen. Okay, das ist echt gut, das ist sehr, sehr geil. Okay, dann bin ich gespannt, Bruder. Also Fleisch macht ihr selber und ja, geil. Bei Fleisch kann uns keiner was vormachen. Nee, ne? Keiner. Krass, okay, dann bin ich echt gespannt, Freunde. Ich bin echt, echt gespannt. Freunde, das ist das alles, was auf meinen Burger kommt. Ich zeige euch das nochmal richtig. Okay, Bruder, dann mach uns den Burger. Ich bin gespannt. Freunde, bis gleich. Sehr gern. Also ich muss echt sagen, der sieht heftig aus. Ich muss den leider gleich teilen. Ich will den gar nicht teilen. Aber Bruder, kannst du uns das einmal in der Mitte schneiden? Sehr gerne.
Das wird top. Ja, wir probieren jetzt gleich. Also der sieht heftig aus, ich höre. So richtig Hunger bekommen gerade, noch mehr. Okay, der hat uns das gerade geschnitten, weil ich muss leider teilen, aber egal. So, wir sehen uns gleich. So, Freunde, natürlich mein Cousin heute wieder dabei. Wir sind natürlich in Bremen, er darf nicht fehlen. Cousin Edel Burger, wie er den gemacht hat, mit voller Liebe. Sieht man. Die Kruste, guck dir das mal an. Voller sieht man. Krank, Leute. Guckt euch das. Guck mal bitte, so sieht er aus, wenn er beschnitten ist. Also, erster Biss. Ich wusste gar nicht, dass du Smashburger machst. Ja, auch nicht. Das ist Bremen-Ding. Das ist einfach Bremen-Style geworden. Voll. Aber brutal. Ich küsse deine Hände, Wallah. Brutal. Tomaten gehören nicht auf den Burger. Nicht? Nein. Oha. Ich war ja irgendwie Tomaten auf Burger. Aber Ketchup, ne? Nein. Auch nee, nicht. Das ist keine Ketchup drin. Ja? Ich hab schon öfter bei Sandwich Brothers gegessen, aber der ist heute richtig geil. Heftig, ne? Ja. Also sag ich ehrlich, diese Bacon macht so einen krassen Geschmack im Mund. Halal, nicht vergessen. Ja, ich habe euch auch mehrmals erwähnt, das ist Halal. Und hier vorne, Halal 100%. Also ich sag euch ehrlich, bei denen mag ich diesen Käse sowieso. Die haben richtig geilen Käsesoße. Und dann machen die noch diesen Smashburger. Wie ich auch gehört habe, er macht sein eigenes Fleisch. Ja, das stimmt. Ja, er macht sein eigenes Fleisch. Also richtig, du schmeckst so richtig die Frische. Dann noch, dass die jeden Tag frisch Tomaten und Salat schneiden. Und dann noch diese Soße. Und dann, jetzt kommt der Knaller, Freunde, dann das Brot. Ich feiere das Brot irgendwie voll. Ja. Das Brot ist jetzt nicht knusprig. Ist jetzt kein Selfmade? Ist jetzt nicht knusprig, aber es ist einfach, wie soll ich sagen, das ist so Schnuffelpuffel. Ist es Selfmade? Nee, ne? Puffelmuffel. Was ist es? Muffelpuffel, Schnuffel. Ist es Selfmade? Keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Boah, das wäre mal interessant zu wissen, ob das ich Selfmade ist. Ich frage mal gleich. Das ist TK. Hä? Das ist TK. Stell dir mal vor. Das ist TK-Brot, Cousin. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, die holen Brot jeden Tag frisch, die kriegen Brot jeden Tag frisch von Bäcker. Also ich sag euch ehrlich, ich weiß da rein und ich schmeckt richtig die Frische raus, sei mal ehrlich. Von dem Salat, von dem Zwiebeln. Ich bin gerade überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin also extrem positiv überrascht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich esse ja immer bei dem anderen auf der Hohwische, wie die Straße hinten heißt. Ich habe ja schon öfter bei denen sehr oft bei denen gegessen, aber heute hast du auch bei denen Burger gegessen? Immer, ich esse immer bei denen sind Pastirma Burger. Mhm. Aber das ist nicht. Nein, das ist mit. Das ist Big Baba. Big Brother? Wie heißt das? Nein. Wie heißt dieser Burger? Wie heißt der? Big Bros. Big Bros. Big Bros. Big Brothers, hab ich gesagt. Obwohl er den gedrückt hat, da kam ja ein bisschen Saft raus. Mhm. Ist das vielleicht trotzdem saftig geblieben. Und die Soße macht noch so einen leckeren Schub noch dahinter. Also du hast schon diesen leckeren Bacon-Geschmack. Ja. Das hast du noch, diesen Fleisch. Ist perfekt gewürzt. Nicht zu salzig, auch nicht zu wenig, nicht zu viel, gar nicht. Ist genau Mitte. Ja. Da hat auch, glaube ich, nur Salz und ein bisschen Pfeffer gemacht, glaube ich. Also ich schmecke da auf jeden Fall ein bisschen Ketchup raus. Du auch? Nee, null. Also da ging es echt null Ketchup. Echt? Null. Ich finde auch, der Käse kommt nicht so penetrant drüber. Null. Habt ihr vielleicht Ketchup in der Soße drin? Ist Ketchup drin, ne? Hm? Ich hab das rausgeschmeckt, ja. Warte, ich hab das null rausgeschmeckt. Null. Ich hab das rausgeschmeckt, ja. Das ist auch Elzer. Bruder, ich bin nicht umsonst dick. Was hast du hier rausgeschmeckt? Käse? Aber direkt wieder reingeschissen. Also Bruder, ich sagte ja, ich hab gerade nur Ketchup rausschmecken können, ein bisschen. Gibt's in einem anderen Laden auch diesen Burger? Ja, klar. Ich hab den noch nie gegessen, der schmeckt heftig. Der ist brutal, wirklich brutal geworden. Also mit voller Liebe, das hat man gesehen. Die Bewertung mache ich immer ganz am Ende, weißt du? Ich mache das zu Hause so, das poste ich dann so. Vielleicht gebe ich 2 von 10. Spaß, Bruder, ich war so, niemals, Bruder, niemals. Nein, Bruder, das ist ein starker Burger. Nein, wir machen den Burger schon immer so. Der ist nicht komplett durchgesmashed. Nee, das habe ich ja gesehen, habe ich auch gesagt. Er hat den nicht zu tot gesmashed. Ach so, okay. Das kam schon ein bisschen raus, aber trotzdem war er saftig. Oh, diese Kruste am Rand, die war heftig. Da war, also die Kruste hast du richtig geil hinbekommen, wirklich, Kruste, muss ich sagen. Da spielt auch das Fleisch eine Rolle, wie viel Fettgehalt du hast. Ja, Mann.
Also das war richtig, also das war perfekt. Ja. Die Kruste war perfekt, wirklich. Hammer. Der ganze Burger war wirklich perfekt. Freunde, der Burger war brutal. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Die Bewertung kommt ganz am Ende, wie gesagt. Jetzt muss der Kameramann ein bisschen essen, bevor er mich schlägt. So, wir sehen uns gleich. So, Freunde, wir sind wieder zu Hause und ich sag euch ganz ehrlich, die haben echt heftige Burger. Nicht nur Burger, auch Sandwiches fand ich auch extrem gut. Bei meinem allererstes Video, wo ich bei Sandwich Brothers war, habe ich da so ein Steak-Sandwich probiert. Das war auch geisteskrank, also wirklich heftig. Der Burger allgemein hat mir so gut gefallen. Allein schon diese Kruste, die er hinbekommen hat und diese Liebe, die er reingesteckt hat, hat man auch im Video gesehen. Freunde, ich sag euch ganz, ganz ehrlich, Sandwich Brothers ist einer der stärksten Burger in Bremen. Für mich ist er halt gerade, ne, Mood Burger, ne, ist auch gerade auch extrem stark mit Sandwich Brothers auch. Also ich muss echt sagen, meine Bewertung für Sandwich Brothers, für diesen Burger, den ich gegessen habe, liegt auf jeden Fall bei 9,5 und ich bin gespannt, was wir da alles noch finden. Bremen ist für mich gerade so eine kleine Stadt, die wirklich, wirklich alles gerade hat und was vor allem was Essen angeht, ne? Krass, krass, krass. So, Freunde, das war's jetzt mal mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vergiss nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios, ciao.